Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wir befinden uns am Anfang einer neuen Vorlesungsreihe, welche ich der Biodiversität gewidmet habe. Und mit dem Begriff Biodiversität kann man erst einmal nicht viel anfangen, weil es nicht so ein geflügelter Begriff ist, wie Mathematik oder andere Sachen, die quasi jeder vom Hörensagen kennt. Aber mit der Biodiversität betreten wir eigentlich den Teil der Biologie, der uns tagtäglich wirklich auch sichtbar begegnet. Denn die Biodiversität ist das Reich von allen Leben und versucht einfach einzuordnen, welche Lebewesen gibt es, wie sind diese aufzuteilen, wann sind sie voneinander zu trennen, welches Lebewesen gehört zu einem anderen und wie sind sie miteinander verwandt. Die Disziplin der Biodiversität versucht also, wenn wir das mal vereinfacht ausdrücken wollen, alle möglichen Lebensformen in eine Art geordnetes System zu bringen, welches so aufgebaut ist, dass man versucht, dass alle, die nah zueinander verwandt sind und sich ähnlich sind, zu einer Gruppe werden zu lassen, während die, die weiter verwandt sind, andere Gruppen darstellen, sodass man im Umkehrschluss nicht nur sagen kann, okay, wir haben mehr oder weniger als alle Lebewesen irgendwie erfasst und irgendwie gegliedert, sondern auch sagen können, so, und bei aus dieser Gliederung können wir quasi erkennen, wie sich das Leben wohl entwickelt haben wird. Und so vielfältig dieses Gebiet auch ist, so lang wird auch diese Präsentation bzw. diese Vorlesungsreihe an sich werden. Denn man kann sich vorstellen, dass bei einer so riesigen Anzahl an Arten, die es gibt, und dementsprechend auch versuchen muss, dem viele Merkmale zu finden, welche gleich sind oder sich unterscheiden, damit wir überhaupt sagen können, welche zueinander gehören und welche nicht, dass das wirklich eine sehr, sehr große Aufgabe ist und ein sehr, sehr langwieriger Prozess, der auch immer noch im Umbruch ist und aktuell vor allem wegen genetischen Untersuchungen alte Systeme umwirft. Ich werde versuchen, das aktuell gültigste System zu nehmen, welches versucht, die genetischen und die morphologischen Daten zu berücksichtigen, aber natürlich hier immer noch Unschärfen auftreten. Und ich habe lange überlegt, wie ich denn didaktisch am besten anfangen soll. Hab dann überlegt, okay, wir könnten da anfangen, wo wir uns selbst immer gerne sehen, an der Spitze als Mensch. Biologisch stehen wir aber halt nicht wirklich an der Spitze, sondern wir sind vom Baum des Lebens aus betrachtet ein ganz, ganz kleiner Zweig irgendwo im Bereich der Säugetiere. Und jetzt zu sagen, ich fange bei diesem Zweig an, gehe dann zum Ast, zum Stamm und übersehe alle anderen Zweige und Äste dabei, fand ich jetzt nicht so gut. Darum habe ich mich dazu entschieden, wir fangen wirklich wortwörtlich beim Urschleim an und arbeiten uns langsam zu den bekannten Lebensformen, den Tieren hin, später dann auch noch zu den Pflanzen und dann kommen noch ein paar andere Gruppen. So weit will ich jetzt aber noch nicht gehen. Und diese erste Vorlesung hier wird uns noch nicht mal annähernd in die Nähe des Menschen bringen. Das wird noch einige Vorlesungen dauern. Ich jetzt würde jetzt mal vermuten, so Vorlesung Nummer 10, dann sind wir dann etwa beim Menschen angelangt. Aber was wir jetzt machen ist, die Logik der Biologie zu verfolgen. Wir fangen an mit zu sagen, es gab einfache Organismen und dann haben sich durch Evolution verschiedene Merkmale, Anpassungen gebildet. Und diese versuchen wir jetzt zu verfolgen und sehen dabei, dass die Organismen immer komplexer werden, eigene Lebensstrategien entwickelt haben und sich von anderen getrennt haben, weil neue Merkmale dazugekommen sind oder bereits bestehende Merkmale wieder verloren gegangen sind. Und bis wir schlussendlich wirklich zu diesen ganz kleinen Bereichen kommen, also der Art, das ist ja quasi die kleinste Einheit in der Taxonomie. Und ja, dann werden wir uns dort die Arten dann nach und nach genauer anschauen. Allerdings möchte ich wirklich auch den Weg dorthin sehr kontinuierlich gehen, wie das auch zum Beispiel ein Bestimmer machen würde. Darum sieht das Inhaltsverzeichnis so aus, wie es aussieht. Wir fangen mit den Grundlagen an, dann klären wir uns, was der Begriff Taxonomie bedeutet, ehe wir zu den Domänen übergehen. Und beim vierten Punkt kommen wir dann quasi zur ersten Einteilung, wo es heißt Bacteria versus Archaeen. Und da die verschiedenen Unterpunkte, die zur Differenzierung helfen, das Vorhandensein von Ribosomen, RNA-Polymerasen, Zellwänden, Zellmembranen, das Habitat selbst und die Ernährung. Fangen wir mit den Grundlagen natürlich an. Wie ich schon gesagt habe, wir fangen beim Urschleim an. Das bedeutet, dass alle bekannten Lebewesen irgendwo einen gemeinsamen Vorfahren haben müssen, welchen den Beginn des Lebens und den Übergang von unbelebter zur belebten Materie darstellt,
Wer mein anderes Video gesehen hat zur Biologievorlesung, da erkläre ich auch am Anfang, dass wir quasi durch chemische Prozesse irgendwann mal in der Lage waren, ein chemisches Molekül zu haben, welches in der Lage ist, sich selbst zu reproduzieren. Und das war dann quasi der Anbeginn des Lebens, weil so ist Leben mehr oder weniger definiert. Wie ich auch schon gesagt habe, die Biodiversität untersucht die Vielfalt des Lebens und versucht Lebewesen anhand von Taxonomien aufgrund ihrer morphologischen, funktionellen und genetischen Unterschiede zu gruppieren. Logischerweise werden dabei Lebewesen mit ähnlichen Merkmalen in gleichen Gruppen zusammengefasst. Diese Gruppen werden dann Taxon genannt. Und diese wiederum werden in kleinere taxonomische Gruppen anhand ihrer Unterschiede unterteilt, was letztendlich dazu führt, dass wir eine Art Baum haben, den wir Stammbaum nennen. Und dieser spiegelt dadurch die Verwandtschaftsverhältnisse wider, weil wir sagen, Organismen, die ähnlich sind, sind miteinander verwandt, werden sich evolutiv wahrscheinlich aus denselben Vorfahren entwickelt haben. Wenn wir sagen, Organismen, die sich sehr stark unterscheiden, können wahrscheinlich nicht denselben Vorfahren gehabt haben, denn das würde von der Logik bedeuten, dass immer dann, wenn eine Art sich zu einer anderen entwickelt, müssen ja quasi neue Merkmale entstehen. Und wenn sehr viele neue Merkmale entstehen müssten, wie das in dem Fall dann wäre, dann hätten wir eine sehr hohe Mutationsrate. Und das ist eher unwahrscheinlich, weil eine Mutation ja theoretisch zufällig passiert. Das heißt, es müsste zufälligerweise mehrere Mutationen stattgefunden haben, die insgesamt vorteilhaft waren, damit der Organismus sich auch hat weiter fortpflanzen und bestehen können. Ein wichtiger und leider extrem oft falsch behandelter Begriff ist die ökologische Nische. Das ist erst einmal gesagt ein schönes sekundäres Klassifikationsmerkmal, denn es hat an sich nichts mit dem Aussehen oder so von dem Organismus zu tun, sondern es berücksichtigt quasi den Organismus und seine dazu passende Umwelt. Denn bei der ökologischen Nische handelt es sich um die Gesamtheit aller Umweltfaktoren, welches das Überleben einer Art beeinflusst und ihren Platz im Ökosystem beschreibt. Einfach auch gesagt, es ist die Umwelt, an dem die Art ideal angepasst ist. Und oftmals wird einfach nur Beruf gesagt. Man sagt, als der Beruf dieser Art ist, keine Ahnung, sagen wir zum Beispiel Sumpfparasit. Damit sind wir auch schon beim zweiten Thema, der Taxonomie. Und wie schon angesprochen, immer wenn ein wesentlicher Merkmalsunterschied zwischen Lebewesen vorliegt, dann werden diese in verschiedenen Gruppen der sogenannten nächsten Taxonomie gegliedert, um ihre verwandtschaftlichen Unterschiede zu kennzeichnen. Achtung hierbei, nicht jeder genetische Unterschied führt zu einer neuen Art. Nimmt man Beispiel Menschen, wir sehen alle verschieden aus, haben auch alle ein verschiedenes Genom. Ja, weil halt kleine Mutationen immer stattfinden. Aber trotzdem sind wir alle Menschen. Diese Unterschiede sind nicht markant. Wir haben trotzdem grundsätzlich denselben Aufbau. Manche haben halt ein paar Allergien, manche haben größere Ohren, manche kleine Ohren, bei manchen variiert Haut- oder Haarfarbe. Das sind alles nicht irgendwelche Sachen, die jetzt einen wirklich großen Unterschied machen bezüglich der Evolution. Das bedeutet nicht, dass es jetzt irgendwelche Menschen gibt, die Merkmale haben, die dazu führen, dass sie besser als der Durchschnittsmensch ist. Wenn dem so wäre, dann hätten wir eine neue Art Mensch, wie wir das quasi in der stammesgeschichtlichen Entwicklung des Menschen ja auch finden. Vor allem da die Tatsache, dass wir halt den aufrechten Gang hatten und dass wir ein größeres Gehirn bekommen haben. Aber solche signifikanten Unterschiede existieren aktuell bei den lebenden Menschen nicht. Das hier sind dann die Bereiche. Der größte Bereich, unter dem mehr oder weniger dann alles läuft, sind die Domänen. In diesen befinden sich dann die Reiche. Reiche werden unterteilt in Stämme, diese wiederum in Klassen, die in Ordnungen. In den Ordnungen finden wir dann die verschiedenen Familien, die wiederum aus Gattungen bestehen. Und innerhalb der Gattungen, als kleinstes taxonomische Gruppe, ist dann die Art. Es gibt dann noch viele feine Unterschiede. Es gibt Überfamilie, Unterfamilie, Überart, Unterart, Gattung, Paragattung und so ganz viele Sachen. Aber das hier sind die großen. Und natürlich, wenn man jetzt das hört, Überordnung, die steht halt irgendwo zwischen Klasse und Ordnung und Unterordnung, als Beispiel, steht irgendwo zwischen Ordnung und Familie. Normalerweise werden Verwandtschaftsverhältnisse in einem Stammbaum durch sogenannte Kladogramme dargestellt, wie hier rechts abgebildet. Und vereinfacht werden diese Kladogramme als Linien dargestellt, welche die verschiedenen Gruppen verbinden. Das sehen wir hier. Wir haben quasi einen Zweig, den Zweig der Eukaryota. Und
An diesen hängen dann die verschiedenen taxonomischen Gruppen dran. Hier, die man kennt, ganz außen vielleicht Tiere, Pilze und Pflanzen. Und die Striche, die, wenn wir jetzt mal von der Hauptader des Baumes hier weggehen, das sind dann quasi vereinfacht dargestellte Kladogramme. Wenn man genau sein wollte, und das ist man zumindest grundsätzlich, nicht bei vereinfachten Darstellungen, aber bei entwicklungsbiologischen Darstellungen, dann werden Kladogramme als Dreiecke dargestellt. Und die Logik dahinter ist, dass man stellt sich ja vor, jetzt hat sich eine neue Gruppe, ein neues Taxon entwickelt. Das heißt, es müssen irgendwelche Merkmalsänderungen stattgefunden haben. Nun wird es nicht so sein, dass bei 80% aller Organismen sich jetzt diese Merkmalsänderung ausgebildet hat und sie sind auf einmal eine neue Gruppe geworden sind. Nein. Es wird so sein, es hat sich bei einigen, bei manchen vielleicht, Merkmalsveränderungen ausgeprägt. Diese führten dazu, dass sie besser angepasst sind, sich dadurch also mit höherer Wahrscheinlichkeit vermehren konnten und dadurch diese Veränderung im Erbgut weitergetragen wurde. Was insgesamt dazu führte, dass, da sie nun besser angepasst war, dieses Merkmal immer weiter ausgeprägt wurde, während die anderen Organismen, die das Merkmal nicht hatten, langsam verschwanden oder andere Ausprägungen hatten. Und in dem Moment sagt hier unser Kladogramm, am Anfang hatten wir nur ganz wenige, die diese neue Merkmale hatten, zum Ende hin hatten das halt ganz viele und als in dem Moment, als es ganz viele hatten, dann konnte man sagen, ja, hier ist eine neue Gruppe entstanden. Auch interessant und oftmals nicht bekannt ist, dass je näher eine Abzweigung einer Gruppe zu einer anderen ist, desto ähnlicher und damit verwandter sind diese zueinander. Das heißt, wir sehen hier, dass alle Abgebildeten des Pfads Eukaryota aus irgendwelchen Gründen zu den Eukaryota gehören, dazu kommen wir später. Aber wir können tatsächlich schon in dieser Anordnung schon ableiten, dass, wie hier blau eingekreist, Tiere, Pilze und Pflanzen wohl eher zueinander verwandt sind als zu anderen. Die Diplomonaden sind am weitesten weg. Das heißt, ein Pilz ist ähnlicher wie ein Tier und ähnlicher als eine Pflanze als ein Pilz zu den Diplomonaden. Grund dafür ist, dass die Diplomonaden Organismen mit zwei Zellkernen sind und innerhalb der Eukaryoten damit am weitest entfernten. Damit kommen wir auch zur großen Gruppe, den Domänen. Wie wir schon gesehen haben, stellen diese die höchste taxonomische Gruppe dar und bilden damit den Stamm des Stammbaums. Die Grundidee dabei ist, dass es halt einen gemeinsamen Vorfahren gab, wollen wir so wollen, das allererste Lebewesen oder der Urschleim, von dem alle heutigen Lebewesen abstammen. Der ist uns allerdings noch nicht bekannt, soweit haben wir es noch nicht geschafft. Aber was wir wissen ist, dass Lebewesen zunächst anhand des Vorhandenseins eines Zellkerns unterschieden werden müssen. Da haben wir einmal die Gruppe der Prokaryoten. Die haben keinen Zellkern, die DNA liegt frei in der Zelle vor. Hier mal einfach dargestellt, dass die DNA, Zellkern gibt es nicht, aber Zellplasma. Und denen gegenübergestellt die Eukaryoten, die haben einen Zellkern. Das ist schon ein massiver Unterschied. Denn die DNA liegt nun bei Eukaryoten quasi in den eigenen, nochmal zusätzlich geschützten Bereich vor. Hier haben wir das wesentliche Unterscheidungsmerkmal, was dazu führt, dass wir zwei verschiedene Gruppen aufmachen müssen. Im Stammbaum hier nochmal dargestellt sehen wir rechts im Braun die Eukaryota, die über einen echten Zellkern verfügen. Ihnen gegenübergestellt sind die anderen zwei Domänen, die wir hier sehen, die Prokaryota oder Prokaryoten. Diese haben einen echten Zellkern, keinen echten Zellkern, das sind einmal die Bakterien und auf der anderen Seite die Archäen. Wie ich schon sagte, die Eukaryoten stellen hier eine eigene Domäne dar und umfassen alle Tiere, Pflanzen und Pilze, sowie noch einige andere, wie wir vor uns gesehen haben. Die Prokaryoten hingegen stellen keine typische taxonomische Gruppe dar und teilen sich daher in die Domänen der Bakteria und Archäen. Das heißt, unser erstes Unterscheidungsmerkmal ist dein Zellkern vorhanden? Ja. Oh, dann Eukaryota? Nein. Okay, dann muss es halt ein Archäer sein oder ein Bakterium oder insgesamt fast ein Prokaryot. Und wenn wir bei Prokaryoten sind, habe ich ja gerade gesagt, die Bakterien. Typisch für diese ist, dass sie einfache Ribosomen haben mit einfachen RNA-Polymerasen, einfache Zellwände, einfache Plasmamembranen, sind in der Regel nicht extremophil, das heißt nicht an extreme Umgebung angepasst
und können autotroph und heterotroph vorliegen. Das heißt, von der Ernährung her, sie können sich selbst mittels Licht versorgen oder mit anderen Stoffen oder heterotroph. Sie brauchen halt andere Lebewesen als Beute. Dann haben wir noch die Archaeen, die zum Prokaryoten zählen. Diese haben sehr komplexe Ribosomen, ebenso komplexe RNA-Polymerasen. Ihre Zellwände sind sehr vielfältig. Sie haben auch komplexe Plasmamembranen, sind meistens eher extremophil und meist autotroph. Das heißt, wir haben hier quasi jetzt schon 6 Möglichkeiten zu beurteilen, oh, gehört das Lebewesen eher zum Bakterium oder ist das eher eine Archäe? Falls wir denn Prokaryot als etwas ohne echten Zellkern haben. Damit sind wir auch beim Thema, wenn wir so wollen, bei dem Thema, der jetzt quasi über die Einführung dieser Vorlesung hinausgeht, und zwar Bakterien versus Archäen. Und wir fangen bei dem ersten Merkmal, was ich angesprochen habe, die Ribosomen. Wie biologisch Kenntnisse Leute wissen, ist es immer so, dass Ribosomen über eine eigene RNA, die sogenannte ribosomale RNA, verfügen. Anhand dieser lassen sich Archaeen von Bakterien unterscheiden, denn beide haben verschiedene Sequenzen. Das ist allerdings ein sehr mikroskopisches Unterscheidungsmerkmal. Allerdings ist es sehr zuverlässig und aus ihm ergibt sich, dass wir aktuell nur etwa 5% aller Bakterien und Archaeen kennen. Im Umkehrschluss sind wir zu 95% unwissend, was das Thema angeht. Das kann nicht gut sein. Weiterer Unterschied ist auch, dass die Ribosomen der Archaeen komplexer sind. Damit kommen wir zu einem ähnlichen Thema, den RNA-Polymerasen. Und auch da unterscheiden sich Archaeen, denn ihre Polymerasen sind deutlich anders als jene der Bakterien. Bei Archaeen ist so wie bei den Eukaryoten, dass da 4 verschiedene RNA-Polymerasen vorhanden sind, welche zudem Rifampicin und Streptolydigin resistent sind. Beim Thema Zellwände müssen wir sagen, dass alle Bakterien, Pilze und Pflanzen Zellwände haben, welche sie zusätzlich nach außen hin schützen. Hier sehen wir dargestellt, dunkelblau die Zellwand, da drinnen ist das Zellplasma, dort umhüllt der gelbe Zellkern mit der roten DNA. So sieht zum Beispiel eine Pflanzenzelle aus. Da ist ein echter Zellkern mit einer echten Zellwand. Tiere haben keine Zellwände. Sie haben also einen echten Zellkern, aber keine Zellwand. Damit stellen Zellwände kein einheitliches Merkmal der Eukaryoten dar, da nicht alle sie besitzen. Wir können jetzt also nicht innerhalb des Stamms der Eukaryoten sagen, ha, Zellwand da oder nicht da, das muss ein Eukaryot sein, nein, sondern wir müssen sagen, okay, ob jetzt ein Zellwand da ist oder nicht, hilft uns jetzt nicht weiter, um zu sagen, ob das wirklich ein Eukaryot ist. Während das Vorhandensein von Zellwänden folglich als einfache und zuverlässige Abgrenzungsmethode allerdings nur innerhalb der Eukaryoten verwendet werden kann, denn wir können sagen, da ist eine Zellwand, das wird wohl eine Pflanze sein, beziehungsweise da ist keine Zellwand, das dürfte ein Tier sein. Das ist bei den Archaeen nicht so einfach möglich. Das liegt daran, dass manche Archaeen keine Zellwände haben, während andere eine sogar oder mehrere Zellwände besitzen. Sollte man also einen Organismus mit mehreren Zellwänden vorfinden, dann muss es sich zwingend um eine Archaea handeln. Haben wir allerdings etwas mit einer Zellwand, kann das eine Bakterie sein oder auch eine Archaea. Nächstes Thema sind die Zellmembranen. Auch diese sind sehr unterschiedlich. Die Zellmembranen der Archaeen, die sind hier dargestellt in den Bildern 1 bis 4 und 10. Diese sind nicht verestert, das sehen wir hier in 2 und 3, das ist die Esterbindung, sondern halten über eine Ätherbindung zusammen. Kleiner Ausdruck, die Chemie. Ätherbindung bedeutet zwischen 2 Alkoholgruppen, quasi 2 OH-Gruppen. Eine Veresterung ist zwischen einer Säuregruppe und einer Alkoholgruppe. Das macht einen massiven Unterschied, und zwar in bezüglich Resistenz gegen Zellwandantibiotika. Die Archaeen sind dadurch gegen diese stark resistent. Die Zellmembranen der Bakterien Eukaryoten, hier dargestellt in Bildern 5, 8 und 9, diese sind hingegen verestert. Damit kommen wir auch zum nächsten Punkt, den Habitat. Man kann sagen, dass aufgrund ihres besonderen Baus, insbesondere bezüglich der Vielfalt ihrer Zellwände und stabilen Membranen, Archaeen extrem Umweltbedingungen trotzen können. Die sind damit sogenannte Extremophile.
Das bedeutet, dass sie verschiedenste für uns unwirkliche Habitate besiedeln können, wie Blacksmoker, Geysire. Manche hat man sogar schon in Vulkanen gefunden. Das ist auch ein guter Unterscheidungspunkt bezüglich der Eukaryoten, denn die kommen fast ausschließlich an gemäßigten Habitaten vor. Die sogenannte Mesophilie, wie wir Menschen auch mesophil sind. Alles, was so Temperaturen, ja, sagen wir, ohne Kleidung, eher vielleicht 15 bis 30 Grad ist okay. Alles andere könnte ein Problem werden, ebenso Feuchtigkeit und so weiter. Ja, aber jetzt ist ein Krater eines Vulkans, könnte keiner von uns leben, ohne irgendwelche spezielle Hightech-Ausrüstung. Populäre Arten von Extremophilie bei Archeen haben wir einmal die Hyperthermophilie, das heißt, man hält hohe Temperaturen über 80 Grad Celsius aus. Dann gibt es die Acidophilie. Acid ist natürlich klar, das ist ein saures Milieu. Dann gibt es die Alkaliphilie, das basische Milieu, quasi das genaue Gegenteil. Die Halophilie, das bedeutet, man erträgt extrem hohe Salzkonzentrationen. Auch das könnten wir Menschen nicht, würden wir in Salz eingelegt werden, wird uns das Wasser entziehen und würden quasi verdursten. Und die Barophilie, das ist ebenfalls ein saures Milieu. Extremophilie kommt auch bei Bakterien vor, jedoch in deutlich geringerem Ausmaß als bei Archeen. Es ist damit kein eindeutiges Unterscheidungsmerkmal. Hier als Beispiel haben wir den Blacksmoker. Diese, nehmen wir es mal Gebilde, kommen in der Tiefsee vor und stoßen über 400 Grad Celsius heiße Mineralströme aus. Das erfordert natürlich eine extreme Anpassung an Hitze und Druck, wenn man da überleben möchte. Ebenso bei den hier abgebildeten Tastitolo-Salzseen, da ist es wie beim Totenmeer so, dass extreme Salzkonzentration vorhanden ist. Und bei Gewässern mit so hohem Salzgehalt, da können nur Organismen mit entsprechender Anpassung überleben und diese ökologische Nische damit besetzen. Damit kommen wir jetzt zum Punkt Ernährung. Und hier unterscheiden wir zwischen der Art der Kohlenstoffgewinnung und der Art der Energiegewinnung. Bei der Kohlenstoffgewinnung gibt es einmal die Heterotrophie. Das bedeutet, man gewinnt seinen Kohlenstoff durch die Aufnahme organischer Stoffe. Vereinfacht ausgedrückt, wir futtern irgendwelche Lebewesen. Dann gibt es Autotrophie. Da gewinnt man den Kohlenstoff durch Assimilation von CO2. Das ist das, was die Pflanzen machen. Sie nehmen CO2 auf, ein bisschen Sonnenenergie dazu, ein bisschen Wasser und haben Energie und Kohlenstoff. Das stellt allerdings kein genaues Unterscheidungsmerkmal dar, da nur eine kleine Gruppe der Archeen einzig die Methanogenese beherrscht, sodass anhand der Ernährung nur diese unterschieden werden können. Und bei der Methanogenese, da ist es, das bedeutet, dass der Stoffwechsel so konzipiert ist, dass als Endprodukt Methan entsteht. Und nur die sogenannten Methanogen, das ist eine Gruppe der Archeen, beherrschen dies. Das heißt, wenn wir einen Organismus haben, der die anderen Bedingungen erfüllt und bei dessen Stoffwechsel Methan entsteht, dann haben wir eine Archee. Ansonsten können wir nicht mit Sicherheit sagen, ist das eine Archee oder ist es ein Bakterium. Aber wir haben noch einen zweiten Punkt bei der Ernährung, die Energiegewinnung. Wir werden auch gleich sehen, die hilft uns nicht viel weiter. Doch um mal auch diese Begriffe zu klären, es gibt die aerobe Energiegewinnung. Das bedeutet, Energie wird dadurch gewonnen, dass Kohlenstoff oxidiert wird und Sauerstoff reduziert wird. Vereinfacht ausgedrückt, wir veratmen Sauerstoff, mit Kohlenstoff entsteht CO2 und brauchen Sauerstoff. Das ist, wie wir Menschen das halt zum Beispiel machen. Gegenteil ist anaerob, wie der Name schon sagt, die Vorsilbe an, das ist genau das Gegenteil. Das ist die Gewinnung von Energie durch Reduktion von diversen Stoffen. Zum Beispiel wird Eisen 3 mittels Elektronen zu Eisen 2. Dabei wird kein Sauerstoff nötig, aber es entsteht Energie. Bei beiden Formen gibt es die sogenannte Chemoorganotrophie. Das bedeutet Gewinnung von Energie durch Umsetzung organischer Stoffe. Oder die Chemolithotropie. Gewinnung von Energie durch Umsetzung anorganischer Stoffe. Gut, das liegt jetzt quasi an der Chemie, denn hier unterscheidet man hauptsächlich zwischen Anorganik und Organik. Aber natürlich hängt das damit auch zusammen. Da das jetzt sehr viel Input war, wollen wir das mal in unserer Übersicht anschauen, die, denke ich, das deutlich vereinfacht. Nehmen wir mal das Merkmal Zellkern. Eukaryoten haben einen,
Archaeen nicht und Bakterien auch nicht. Das heißt, haben wir einen Zellkern, haben wir garantiert einen Eukaryoten. Wie sieht es aus mit den Ribosomen? Wenn wir komplexe Ribosomen haben, wird es sich um ein Eukaryot oder eine Archaea handeln. Haben wir allerdings keine komplexen Ribosomen, dann können wir mit Sicherheit sagen, aha, das hier ist wohl ein Bakterium. Bei den RNA-Polymerasen können wir auch unterscheiden, zwar gleich bei allen dreien, allerdings ist es halt ein bisschen schwer aufgrund der Größe, immerhin RNA-Polymerase ziemlich klein. Eukaryoten haben vier verschiedene, bei den Archaeen haben wir zwar auch vier verschiedene, aber diese sind Rimpfampicillin- und Streptolydiginresistent. Allerdings das zu testen ist auch nicht ganz so einfach. Einfacher ist allerdings beim Bakterium, die haben nur eine Polymerase, deswegen merken wir uns, finden wir irgendwie nur eine Polymerase, werden wir wohl ein Bakterium vor uns haben. Bei den Zellwänden, okay, Eukaryoten haben 0 bis 1, Archaeen 0 bis eigentlich fast undenkbar viele, Bakterien nur 1. Das heißt, haben wir keine Zellwand, hilft uns das nicht weiter hier in dem Punkt, wenn wir jetzt mal alle anderen Sachen auslassen. Auch bei einer Zellwand kommen wir nicht weiter, denn das kann immer noch alles drei sein. Erst wenn wir mehr als eine Zellwand haben, dann können wir mit Sicherheit sagen, hierbei handelt es sich um eine Archaea. Wie sieht es aus mit den Zellmembranen? Okay, es gibt die Ester- und die Ätherbindung, haben wir gelernt. Bei Esterbindung, die kommt nur bei Eukaryoten und Bakterien vor. Das heißt, haben wir jemanden mit Esterbindung, können wir nicht genau sagen, wer von beiden es ist. Hat er hingegen eine Ätherbindung, dann ist es zwingend eine Archaea. Dann haben wir noch das Habitat. Gut, das ist jetzt ein etwas ungenaues Merkmal, denn es gibt halt leider immer ein paar Ausnahmen. Aber wenn wir denn gerade nichts anderes haben, und ich übertreibe jetzt mal extrem, wenn wir dann Natur spazieren gehen, natürlich mit unserem Hobby, dass wir jetzt jeden Organismus, den wir da finden, irgendwie einteilen wollen, dann können wir schauen, okay, wie sieht das mit dem Habitat aus? Und sagen wir, okay, ich befinde mich hier gerade am Ätna, hier sind 120 Grad im Krater und da wächst doch irgendwas. Unwahrscheinlich, dass wir es mit dem Auge sehen können, aber wir nehmen es einfach mal an. Dann können wir sagen, oh, extremophil. Könnte eine Archaea sein, aber auch eine Bakterie. Theoretisch sogar Eukaryot, aber eher unwahrscheinlich. Denn die kommen ja eher im mesophilen Bereich vor. Auch die Ernährung hilft uns nicht wirklich weiter. Sie hilft zwar uns anzunähern, aber wirklich nur extrem grob, weil es kommt halt bei allen Gruppen quasi alles vor und ohne ein anderes Merkmal zu haben, kommen wir damit nicht weiter. Das heißt, für eine wirklich ernsthafte Bestimmung sollte man als allererstes auf den Zellkern schauen. Wir wissen nämlich, wenn da einer vorhanden ist, dann ist da ein Eukaryot. Wenn nicht, kann es nur eine Archaea oder Bakterie sein. Dann würde ich, das wohlgemerkt jetzt nur in der Praxis, so schauen, wie sieht es aus mit den Zellwänden. Okay, hat das mehr als eine Zellwand, weiß schon mal, es ist eine Archaea. Wenn nicht, okay, muss mal schauen, was das ist. Dann musst du eventuell auf die Zellmembran oder die RNA-Polymerasen zurückgehen. Ich würde eher die Zellmembran wählen. Und da kann ich es dann anhand der Ätherbindung oder Esterbindung schon eher festmachen. Okay, soviel dazu. Jetzt seid ihr dran. Wer meine Videos kennt, weiß genau, was jetzt kommt. Ich bitte euch darum, pausiert doch bitte das Video und versucht folgende Aufgaben hier zu lösen. Ich werde dann schon mal zur Lösung springen. Und ja, wünsche euch viel Erfolg. Okay, kommen wir damit zur Lösung. Die erste Aufgabe lautete, erläutere folgende Fachbegriffe. Da war bei A gefragt die Taxonomie. Ist einfach zu erklären mit, dass Gruppierung und Zuordnung von Lebewesen aufgrund von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in systematisch gegliederten Gruppen. Das wäre so die kürzeste Variante, wie ich das erklären würde. Wichtig ist halt, dass wir hier irgendwas drin haben, was darauf schließen lässt, dass man hiermit was gruppiert und dass das aufgrund von irgendwelchen Merkmalen ist, die sich unterscheiden oder zusammengehören. Dann haben wir B, das Kladogramm. Das ist die Darstellung von Verwandtschaftsbeziehungen im Stammbaum mittels Dreieck zur Darstellung, dass sich die Individuenanzahl allmählich erhöht hat. Dann die ökologische Nische, die musst du mit reinnehmen, immerhin sehr oft falsch verstanden und ja, leider baut man darauf vor allem auch in der Ökologie auf.
Deswegen könnte das Problem werden. Das ist die Gesamtheit aller Umweltfaktoren, welche das Überleben einer Art beeinflussen und ihren Platz im Ökosystem beschreibt. So ungefähr bitte merken, das ist wirklich eine Grunddefinition, die wichtig ist. Dann Biodiversität, damit wir auch wissen, worüber wir reden. Die Lehre der Vielfalt der Natur sowie deren verwandtschaftlichen und ökologischen Zusammenhängen und Wechselwirkungen. Wie man sieht, Biodiversität ist eigentlich extrem viel. Ihr werdet auch im Voranschreiten der ganzen Vorlesung hier sehen, wir werden in alle möglichen Bereiche reingehen. Wir werden in die Ökologie reingehen, wir werden in die Evolutionsbiologie reingehen und Genetik schneide ich nur an, das macht sich nämlich ohne irgendwelche riesengroßen Geräte schwer, aber vor allem in die Morphologie, in alles, was irgendwie damit zu tun hat, wie das Lebewesen funktioniert, wie es aussieht, wie es aufgebaut ist, Struktur, Habitat etc. All das kommt hier rein. Dann war die Aufgabe 2. Sortiere folgende taxonomische Gruppen absteigend von der größten zur kleinsten. Gattung, Reich, Domäne, Ordnung, Klasse, Art, Familie, Stamm war vorgegeben. Und wir gehen jetzt durch, war vom größten zum kleinsten. Das Domäne, Reich, Stamm, Klasse, Ordnung, Familie, Gattung und Art. Drittens. Warum dient die Ernährungsweise grundsätzlich nicht als signifikantes Unterscheidungsmerkmal zwischen Bakterien und Archaeen? Welche Ausnahmen gibt es hierbei? Ja, bei Bakterien und Archaeen kommen alle möglichen Ernährungsformen vor: aerob, anaerob, autotroph und heterotroph. Und das hilft uns damit nicht weiter. Was uns aber weiterhelfen könnte, wäre die Besonderheit der Methanogenese, die nur die Methanogen haben. Das erkennen wir eigentlich daran, dass als Endprodukt Methan entsteht. Und dann wissen wir, wenn das so ist, dann muss das eine Archaee sein, nämlich die Methanogen sind nur Archaeen. Bedenken sollte man hier vielleicht noch, dass in ganz kleinen Mengen Methan bei vielen entsteht, aber wenn es halt wirklich ein richtiges Endprodukt und nicht einfach so, ja, ich übertreibe jetzt mal und sage, so ein Zwischenabfallprodukt ist, dann ist das ein typisches Merkmal für Methanogene. Viertens, nenne vier wesentliche Unterscheidungsmerkmale zwischen Bakterien und Archaeen und erkläre kurz den Unterschied. Ich habe hier gewählt Ribosom. Bei Archaeen sind sie komplex, bei Bakterien einfach. DNA-Polymerasen, bei Archaeen haben wir vier verschiedene, mit Rifampicillin und Streptolygin-Resistenz. Nebenbei vier verschiedene würde, denke ich, reichen. Kein Prüfer würde meines Erachtens jetzt diese zwei anderen Worte noch gerne haben. Wichtig ist ja zu erkennen, Bakterien haben nur eine. Dann die Zellwände. Bei Archaeen können 0 bis ja quasi bedenkenlos viele vorkommen. Und bei Bakterien eine und die hat immer eine Zellwand. Bei Archaeen viele Zellwände. Zellmembran. Bei Archaeen halten die durch Ederbindung zusammen, bei Bakterien mittels Esterbindung. Und das Habitat. Bei Archaeen extrem vielseitig, extremophil, Bakterien eher mesophil, mit einigen Extremophilen ist jetzt kein sauberes Merkmal, aber könnte es noch so einigermaßen durchgehen lassen. Man könnte wenigstens mit einer, nicht mit Sicherheit, aber mit einer hohen Tendenz etwas zuordnen. Ich habe es deswegen doch noch mit reingenommen. Fünftens, was sind Eukaryoten und Prokaryoten? Stelle in einer Übersicht die verwandtschaftlichen Verhältnisse der Eukaryoten und Prokaryoten sowie der drei Domänen dar. Das war jetzt eine wirklich sehr praktische Aufgabe, denn ja, hier müsst ihr quasi alles zurate ziehen, was ihr bisher gelernt habt. Fangen wir an. Wir haben einen ursprünglichen Vorfahren gehabt, den kennen wir nicht. Es ist erstmal unbekannt, der Urschleim, wie man so schön sagt. Der bildet aber den Ursprung, wenn wir so wollen, die Wurzel des Stammbaums. Der Stamm teilt sich dann erstmal in Eukaryoten oder Eukaryota. Das sind Organismen mit echten Zellkernen. Die andere Gruppe sind die Prokaryota oder Prokaryoten, die haben keinen echten Zellkern. Unterteilen müssen wir die beiden aber nochmal in Bakterien und Archaeen. Sechstens. In welche zwei Gruppen muss die Art der Ernährungsweise unterschieden werden? Gib je zwei typische Ernährungsweisen pro Gruppe an und erläutere diese. Ja, wir unterscheiden erstmal in Kohlenstoffgewinnung und Energiegewinnung. Kohlenstoffgewinnung geht autotroph, das heißt, unseren Kohlenstoff bekommen wir, indem wir CO2 aufnehmen. Oder heterotroph, wir nehmen Kohlenstoff, indem wir irgendeinen Organismus futtern, der selbst aus Kohlenstoff besteht. Bei der Energiegewinnung gibt es aerob, das heißt die Atmung,
Wir tun organische Verbindungen verbrennen mittels Sauerstoff oder anaerob. Es werden irgendwelche Stoffe reduziert, zum Beispiel Eisen. Und dabei wird Energie frei und kein Sauerstoff nötig. Siebtens. In welcher Domäne ist der Mensch zuordnen? Begründe deine Entscheidung. Der Mensch als ein Säugetier muss ja zur Domäne der Eukaryoten gehören, denn Menschen sind sehr komplexe Lebensformen. Und wie alle komplexen Lebensformen sind diese aus vielen verschiedenen Zellen aufgebaut. Und über Zellen mit echten Zellkernen wissen wir, dass das zwingend Eukaryoten sein müssen. Die Logik ist also, wir sind Eukaryoten, denn wir haben Zellen, die einen Zellkern haben. Das war jetzt aus der Vorlesung, wo gemerkt, nicht komplett so abzuleiten, aber ich wollte euch einfach mal zum Nachdenken bringen, einfach nur, dass man weiß oder dass ihr euch Gedanken macht, wo sind wir Menschen hinzuordnen? Allerdings behaupte ich jetzt mal, wenn wir gesehen haben am Anfang den Stammbäumen, was so ungefähr da reingehört, dass wir als Menschen zu den Tieren zählen und Tiere Eukaryoten sind, das konnte man schon daher ableiten, nur vielleicht diese Begründung war jetzt allein aus der Vorlesung nicht zu entnehmen. Ja, wunderbar, damit sind wir am Ende. Wir haben jetzt den Einstieg geschafft, die drei großen Domänen mal so grob abzugehen. Wir werden uns jetzt natürlich dann in den nächsten Vorlesungen eingehender mit den Eukaryoten befassen und uns immer mehr, wie gesagt, den Tieren nähern, bis wir beim Mensch sind. Und dann gehen wir so, ich sag mal, Säugetiere durch, dann Fische und so weiter. Aber das dauert halt noch eine Weile. Für jeden, den es interessiert, würde mich über einen netten Kommentar freuen. Für jemanden, der meint, das, was ihr hier erzählt, schön und gut, aber uninteressant oder schlecht gemacht, tut euch keinen Zwang an. Durch Kritik wird es für uns alle besser. Durch Lob wird es auch besser. Dann weiß ich nämlich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Bei Kritik weiß ich, okay, hier machst du irgendwas nicht so, wie das gerne hilfreich wäre. Auf jeden Fall verabschiede ich mich an euch. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem, was ihr noch vorhabt. Für meinen Fall, ich gehe jetzt ins Wochenende. Und verabschiede mich mit schönen Grüßen. Würde mich freuen, wenn wir uns irgendwo wiederhören, wiedersehen, wiederlesen. Tschüss!